Hola Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Alice Madness Returns. Ich schätze mal, sind wir hier zu diesem geheimnisvollen Gang gekommen und wir wollen jetzt auch gar keine Zeit verlieren und direkt einmal herausfinden, was uns hier drin erwartet. Eine Tür, die sich direkt einmal schließt. Sehr schön. Und ein kleiner Lag. Warum auch immer. Ist hier oben etwas? Hallo? Nee, gar nichts. Ich laufe hier nochmal als Minimi rum. Denn da sind ja immer Hinweise auf den Wänden, die wir nur so sehen. So. Und hier waren wir schon mal. Denn hier diese Tür war vorher verschlossen. Hier ist Mr. Octopus. Den haben wir doch, kennen wir doch auch schon. Diese Türen hier, die waren vorher verschlossen. Wir kamen das erste Mal, dass wir hier bei diesem Wasserhoftheater waren, kamen wir von da hier rein. Und da war auch hier oben, war auch erstmal zu und dann sind wir aber hier lang gegangen, um hier diesen Oktopus zu holen. Hallo Mr. Oktopus, du willst nicht mit uns reden? Das ist schade, du bist auch ziemlich eklig. Geil, wir werden uns jetzt hier diese Show ansehen. Bin ich erst einmal leise. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen baden. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode, dazu noch Leid und Verdruss. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger, Herr Mut. Feuer, Pest und seltene Krankheit. Nasses Ende steht ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen. Jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Werk beschwerlich hart. Der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen. Und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle guten Appetit. Gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt dran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice! Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen! Diplomatie ist zwiespältig! Wir müssen alle unsere Rollen spielen! Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, als du ankamst. Und er ist noch schneller, als du es dir vorstellen kannst. Der Tod deines Traums! Du Raupe! Mach vielleicht nicht mit ihm. Okay. Ja. Das Stück war kein Stück, sondern ein Fressmal. Denn dieser Robbe, Walross, was auch immer das war. Okay. Oh, wir sind erstmal im Richtigen wieder. Oh, was? Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Mal wieder. Dieser Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was wir alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sonst keine Irren aus unserem Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Mein Verstand lag im Schatten. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Abgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten.
Chinesisch. Oder asiatisch. Und Spanne. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meint. Deshalb ist sie auch so nuttig angezogen, bestimmt. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von. Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Da sind wir wieder. Hier sitzt sie. Mit ihrem wunderschönen Vorbau, in den sie uns tiefe Einblicke gibt, der ist sehr... Nun ja, wenigstens ist sie gut genährt, nicht so wie die andere da. Wir sind wieder in der Realität. Was verkaufst du denn? Bei dir ist ja ganz leer. Käse verkauft der und der verkauft... Sieht ein bisschen aus wie Fisch mit sowas, irgendwie Tentakeln. Hat er 3 Stück Fisch, unglaublich. Hier wird auch nichts an... Was hat der denn für eine Nase? Oh mein Gott! Guckt euch die Nase von dem... Okay, der sieht generell ein bisschen bescheuert aus. Ja. Na, Ohren aufgesperrt? Yo, hat mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laubbursche spielen. Ja. Interessant. Der hat irgendwie ein ganz schön graues Gesicht. Vielleicht hat er sich angemalt. Weiß man ja nie. Rechts oder links? Ich glaube, die Frage erledigt sich sowieso gleich, weil hier eine Sackgasse ist. Bestatter. Wer ist denn hier gestorben? Mal wieder? Noch einer? Wir haben ja eben gehört, hier sind ganz viele Morde. Redet ihr mit uns, wenn wir uns hier dazustellen? Was er vorne für einen Bauch hat, hat sie hinten am Arsch. Also diese Rundung. Sieht sehr witzig aus. Nun ja. Unsere wunderschöne Schleife. Alter, Schwede. Die hat einen Vorbau. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Ah, die haben ja alle sehr interessante Gespräche. Hi, du siehst fast aus wie die andere da. Du hast zumindest das gleiche an. Hi. Ach, und keiner redet mit uns. Mr. Radcliffe. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Ach, na, hätte ich mich jetzt wahrscheinlich sonst erschrocken, wenn ich rein möchte und die Tür geht plötzlich auf. Oh mein Gott. Nun ja. Ah, wir sind jetzt im Haus von Mr. Radcliffe. Dann können wir uns ja mal ein bisschen umschauen. Ist ja sehr schön hier eigentlich. So im Gegensatz zu draußen sieht sie doch einigermaßen schön aus. Hier eine schöne Vase. Da der verdreckte Spiegel, in dem man sich leider gar nicht mal selber ansehen kann. Hier eine Garderobe. Noch eine Vase. Die scheint sich sehr für Vasen zu interessieren.
Huch, hier war was zum Ansehen. Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe meint, Chinesen erfanden diese Tinte. Durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselshaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Aha, okay. Was auch immer Eselshaut, Gelatine ist. Okay, na hier ist er schon mal nicht. Der Sessel ist voll schön. Den finde ich echt schön. Also einen hätte ich auch gerne. Wie war Alcina hier bei der? Krass. Ja, das haben wir schon gelesen. Hier ist vielleicht noch was zu lesen, ja. Radcliffe, der aus spannendem Dröges machen kann, sagte, die geborgene Klinge sei ein Maitu-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Waki-Zashi. Beides Samurai-Waffen. Okay. Ja, super. Was man hier alles lernt. Ein Waki-Zashi. Ja, die Vase hat auch eine Geschichte. Xuan de Porzellan, meint Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Wunderschöne Formen, die besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Wie kann denn ein Dekor dekoriert sein? Naja, egal, ich frag lieber nicht. Das Gesicht von dem Ding. Okay. Hallo! Du hast ja gar nichts an. Beziehungsweise, der ist ja im Nachtzeug. Der hat mein Häschen! Sie haben mein Kaninchen. Kaninchen, meine ich. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieg. Lumpy hieß die Katze, glaube ich. Ihre Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Ach, Lumpy war ein anderes Spiel, eine Katze. Die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Aha. Vielleicht sind wir ja schuld an dem Brand. Hab ich mir den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Und wir können uns an nichts mehr erinnern. Was von meinem Hirn übrig ist, will explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Okay. Ich glaube, dass hier... Ah, hier kann man was lesen. Alle bewegliche Habe verschwunden. Nichts als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Ja, hier ist wohl alles irgendwie weg. Ja, und baufällig ist es auch noch. Wo ist denn die schöne Vase hin? Oh, hier steht nur noch ein Stuhl. Türen können wir auch nicht öffnen. Gott, wie sieht's denn hier aus? Also in unserer Fantasie war das auch einiges schöner, habe ich so das Gefühl. Und die Tür, durch die wir reingekommen sind, ist verrammelt. Macht ja Sinn. Die Sperre hält ungewünschte Gäste ab. Legt nahe, dass er schlecht verkauft hat. Gerade erst weg. Schnell. Hier kann ich nicht durch, aber ich erinnere mich, dass es eine Hintertür zur Tasse gibt. Zur Tasse? Zur Gasse gibt. Wie sind wir denn hier reingekommen, wenn die zu ist? Frage ich mich. Aber wir sind ja da durch. Naja, wurscht. Okay, hier in diesem wunderschönen Zimmer ist auch gar nichts mehr. Aber die Musik finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Hier konnten wir vorhin nicht rein. Hier ist die Hintertür. Und es schneit draußen. Zack. Schnee. Oh, jetzt kommt gleich was Cooles. Seht's ja, hier ist überall Schnee, es schneit, alles schön. Eigentlich sehr friedlich sogar. Nur gucken wir jetzt mal nach rechts.
Sieht irgendwie nicht so normal aus. Was da oben ist. Und da hinten brennt. Und hier sind auf einmal Riesenpilze. Und Alice beginnt wieder in ihrer Fantasiewelt abzudriften. Hier riesige schwebende Steine. Das sieht auf jeden Fall realistisch aus hier. Sehen wir. Wie so ein riesiges schwarzes Loch, das alles einsaugt. Und der Zug. Super. Dieser verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Tal der Verdammung. Und es beginnt direkt mit einem Kampf, das Kapitel 3. Aber da wir diesen Kampf jetzt gar nicht mehr machen werden, denn unsere Zeit ist schon wieder um. Ah, hier steht noch was zu Kapitel 3. Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den hat sie ja auch zu uns gesagt. Also, das wissen wir schon, das haben wir ja schon gehört in dieser Folge. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Kapitel 3. Bleibt dran, bis dann.